So, dann wollen wir uns aufmachen zum Optimieren. Oder gibt es noch Fragen bezüglich Post-Processing? Ne? Also dann schauen wir mal, was wir jetzt noch verändern müssen, um die Optimierung mit drin zu haben. Das heißt, wir sind jetzt wieder im Hyperworks-Modell. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Property erstellt, wir haben ein Material erstellt und der Property zugewiesen, die Property den Komponenten zugewiesen, Load-Kollektoren erstellt, dann einen Lastfall definiert und den gerechnet. Soweit, so gut. Jetzt gehen wir mal in die Topologieoptimierung rein. Das heißt, wir werden uns jetzt mit der Topologieoptimierung beschäftigen und das erste, was wir jetzt benutzen werden, ist die Analysis Optimization Topology. Damit kommt ihr, also erste Zeile, erste Spalte, ganz oben, links, Topology. Damit kommt ihr in das Panel rein, wo die Topologie-Optimierungskarte aktiviert wird. Dort werden so, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen für die Optimierung gesetzt. Und jetzt wollen wir eine Karte erstellen. Man braucht für die Erstellung der Karte auch eine Property, die man praktisch der Karte zuweist. Weil der Solver muss wissen, welche Property er verändern darf, wo er spielen darf und wo nicht. Wenn wir mal später unser Modell unterteilen in Designräume und Nicht-Designräume, dann ist das wichtig. Okay, in dem Fall Props, wählen wir die Property Shell aus, Select, und der Type in dem Fall hier nicht auf PSolid, sondern auf PShell. Was ist wo drin? Welcher Befehl? Das hier über den Radio-Button Analysis, Optimization rechts unten und dann links oben Topology. Hat jemand noch nicht gefunden oder? Soweit alles klar. Gut, dann wie gesagt Typ PShell. Base Thickness lassen wir auf 0. Das heißt, wir lassen es zu, dass Elemente auch eliminiert werden können. Das heißt, dass er sie komplett wegnimmt. Wenn ich sage, eine Base-Thickness von 0,1 mm, würde er mir von meinem gedachten Blech alles runter machen, also runter wegfräsen bis zu einer Mindestdicke von 0,1 mm. Aber wenn ich will, dass er komplett auch raushauen kann, also dass er die Elemente verschwinden lassen kann, dann eben die Base-Thickness 0 setzen. Das macht dann Sinn, wenn ihr zum Beispiel Druckbehälter euch vorstellt. Kennt ihr das vielleicht von der Firma Vetter, Ravensburg? Die hat auch relativ viele Druckbehälter, die sie benutzen. Wenn man da eine Auslegung machen will für Druckbehälter, dann sollte natürlich sichergestellt sein, dass die dicht sind. Und wenn man hier die Steifigkeit optimiert und der haut lauter Löcher rein, könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Freude dann ist. Okay, also Base Thickness 0, Typ P-Shell. Und als Property wählen wir die Prop Shell aus. Wir müssen natürlich noch einen Namen geben. Und wir können das einfach D-Shell nennen. D für einfach Designkarte oder wie auch immer. Und wir drücken dann auf Create. Und dann schaut ihr wieder links in den Modellbaum. Aha, ich habe hier eine Designvariable namens D-Shell mit der ID 1. Das hat also funktioniert. Okay, wenn das passiert ist, dann gehen wir weiter, um die Responses zu definieren. Also gleich mal, um es vorwegzunehmen, es gibt zwei Arten, die wir noch definierten, also eigentlich drei, aber es gibt zwei Elemente, die wir noch erstellen müssen. Das eine sind Responses. Response ist einfach eine Systemantwort oder irgendetwas, was ihr aus dem System herausziehen könnt. Beispielsweise die Masse, die Steifigkeit, irgendeine Verschiebung von einem Knoten. Etwas, worauf ihr eure Optimierung basieren wollt. Und dann gibt es, ja, dann, also das sind eigentlich die hauptsächlichen Elemente. Und dann gibt es zwei Arten wie ihr damit umgehen könnt. Es gibt die D-Constraints, das sind Design-Constraints und betiteln eigentlich eine Randbedingung für das Design. Beispielsweise dieser Knoten darf sich nicht mehr verschieben als so und so viel Millimeter oder die Masse darf nicht unter 20 Kilo fallen
sowas in der Art. Und dann gibt es ein Objective. Und ein Objective wäre das Ziel. Also irgendeine Variable, irgendeine Response wird verwendet, um eine Zielantwort oder Zielfunktion zu definieren. Gut, also wir gehen jetzt erstmal Return und dann auf Responses. In Responses finden wir dann praktisch wieder ein Panel, wo wir eine Unzahl an möglichen Systemantworten herausfiltern können und definieren können. Also das erste, was wir wollen, ist eine Response namens Wolfrak. Und Wolfrak bezeichnet eigentlich nur das Verhältnis der Volumina zwischen optimierter Variante und Ausgangsvariante. Es ist ja so, dass wir jetzt einen Designraum haben, der ist relativ groß. Und wenn wir sagen, wie viel Material soll bei der optimierten Version noch übrig bleiben, dann ist es genau dieser Parameter Wolfrak. Wenn zum Beispiel der Parameter Wolfrak 0,3 ist, bedeutet das, dass Volumen des optimierten Bauteils hat 30% von dem ursprünglichen Volumen. Okay, wie geht es? Hier links unten das Dreieck, wo die Masse jetzt im Moment steht. Mal klicken und dann erste Spalte, vierte Zeile, Volume Frag. Die Response nennen wir auch gleich Wolfrag. Und die totale Wolfrag ist in dem Fall okay, weil wir haben jetzt hier keine verschiedenen Designräume oder sowas in der Art. Ja, klicken wir auf Create und dann sehen wir wieder im Modellbaum, okay, eine Optimization Response ist erstellt worden namens Wolfrak und hat auch die ID 1. Also ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, was wir machen wollen. Wir wollen sagen, das Bauteil soll so steif wie möglich sein, soll aber nur ein bestimmtes Volumen haben, also optimiert zu Ausgang. Und jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie die Steifigkeit reinbringen. Und das machen wir folgendermaßen. Und zwar, wir definieren eine zweite Response namens UpperDis. Dis steht einfach für Displacement. Schreiben wir zusammen, UpperDis. Und in dem Fall klicken wir jetzt hier nicht auf Volume Frag, sondern Static Displacement. Zweite Spalte, unterste Zeile. Static Displacement. Und jetzt will er hier einen Knoten haben und die dazugehörige Einstellung für den Freiheitsgrad, der bewertet werden soll. Und für UpperDis nehmen wir den Knoten links oben oder rechts oben hier. Also praktisch den oberen Knoten, wo die Kraft nach oben angreift. Den Freiheitsgrad setzen wir hier auf DOF 2. Also die Bewegung nach oben wollen wir hier jetzt als Systemantwort herausfinden. Und dann klicken wir auf Create. Dann sehen wir hier Optimization Response Nummer 2 mit Upper Dis. Und gleich geht es auch mit der Lower Dis, also für die untere Displacement. Name Lower Dis, den Knoten rechts unten anwählen. Auch mit DOF 2. Und wieder auf Create klicken. So, damit haben wir zwei Verschiebungen noch drin, reingebracht. Ja, Frage? Nein, lower this. Genau, es sollen zwei Responses erfasst werden. Die erste Response ist der obere Knoten mit der oberen Kraft, wie der sich verschiebt. Diese Response wird genannt upper dis. Und wenn ich jetzt den Knoten nochmal upper dis ausgewählt habe, dann kannst du nicht. Wenn praktisch beide Knoten drin sind in einem Response, dann kann die nur jeweils immer die gleiche Verschiebung ausgeben. Nee, zwei unterschiedliche Responses, ja. Nur beides mal upper dis ausgewählt, den Namen nicht geändert. Achso, du hast den Namen nicht geändert, na, da macht es nichts. Dann kannst du hier rechtsklick, rename und dann ist die Sache erledigt. Also wenn wirklich der untere Knoten ausgewählt wurde und
das so erstellt wurde, wie wir das gemacht haben. DOF 2, deswegen, weil die Y-Verschiebung die relevante hier ist. Klar, man hätte auch irgendwie die totale auswählen können, aber in dem Fall wollen wir die zweite selektieren. Und der Sinn dahinter besteht darin, dass die Knoten unterschiedliche Verformungen haben hinsichtlich der Y-Achse. Das eine wird nach oben gehen, das andere wird nach unten gehen und deswegen muss man schon zwei unterschiedliche Responses wählen. Gut, ein Klick auf Return bringt uns wieder zurück. Und jetzt haben wir die Responses erstellt und gehen einen Schritt weiter zu den Design Constraints. Also wie gesagt, es gibt das Objective und das Design Constraint und das eine ist eine Limitierung und das andere ist ein Ziel. Das Design Constraint befindet sich jetzt hier im Optimization Panel, dritte Spalte, zweite Zeile. Und hier haben wir praktisch einen Constraint, wo wir einen Namen eingeben können, einen Wert selektieren können und eine Response anwählen, die wir damit beschränken wollen. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen sagen, der obere und der untere Knoten soll sich jeweils nur maximal 0,07 mm bewegen dürfen. So, und jetzt, wie macht man das? Wenn man zum Beispiel sagt, C-Upper für den Namen, also der Constraint Upper, wäre es jetzt ein Lower Bound oder ein Upper Bound? Was müsste ich jetzt hier, also als Response, dass wir da was eintragen müssen, die Upper Dis, das ist glaube ich noch jedem klar. Aber dass wir dann hier einen Load Step anwählen müssen, das macht auch noch Sinn. Aber jetzt die Frage, was ist ein Lower Bound und ein Upper Bound? In dem Fall bedeutet das, Upper Bound limitiert nach oben, Lower Bound limitiert nach unten. Das heißt, wenn ich sage plus 10, nicht mehr, dann ist das ein Upper Bound. Wenn ich sage minus 10, nicht, in Anführungszeichen, weniger, dann ist das ein Lower Bound. Die Unterscheidung. Also, Name in Constraint C-Upper Bound, Response Upper Dis, Load Step, wir haben nur einen, Select drücken. Und hier für den Upper Bound, weil wir die Upper Dis haben, 0,07. Und einmal auf Create. Und dann wieder schauen, im Modellbaum ist was entstanden. Optimization Constraint namens C Upper mit der ID 1. Und ganz ehrlich, funktioniert es mit dem anderen. Dann nennen wir das Ding C-Lower. Nehmen die Lower Dis. Der Load Step ist normalerweise auch ausgewählt, aber wir machen es zur Sicherheit nochmal. Und hier klicken wir praktisch die Lower Bound an und wählen hier minus 0,07. Das Komma ist hier immer ein Punkt. Und drücken auf Create. Also nochmal zur Wiederholung. Constraint-Name C-Lower. Lower Bound von minus 0,07. Response ist die Lower Dis. Und Loadstep ist unser einzig erzeugter Loadstep. Mit Return gehen wir wieder zurück und haben wieder unseren Optimization Panel und jetzt bleibt uns nur noch das Objective zu definieren. Wenn wir praktisch eine Verschiebung vorgeben und sagen, diese Verschiebung darf nicht mehr sein als einen bestimmten Wert, limitieren wir die Steifigkeit. Wir sagen, das Ding muss mindestens so steif sein, dass diese Randbedingung erfüllt wird. Jetzt können wir sagen, in unserem Objective, die Volfrag, also das Volumen des Bauteils, in Bezugnahme auf das Ausgangsvolumen soll minimal werden. Und das, wir haben ja die Volumefrag definiert und wir sagen jetzt im Ziel, diese Größe soll minimal werden. Gut, und wie das geht? Hier in der mittleren Spalte, unterste Zeile, Objective, bringt euch in ein Panel und links könnt ihr auswählen, wie
das Ziel erreicht werden soll? Ist das ein Maximum, was erreicht werden soll? Ein Minimum von maximalen Werten oder ein Maximum von minimalen Werten und die dazugehörige Response. In dem Fall, wir wollen ein Minimum und wir wollen hier Response Wolfrag. Und klicken dann auf Create. Mit Return geht es zurück, nochmal Return geht auch zurück und dann sind wir wieder in unserem Hauptwindow und wir haben jetzt eigentlich alles, einen Moment, wir haben uns alles definiert und können jetzt die Optimierung starten. Wenn jetzt jemand rausgefallen ist, ja, dass er jetzt nicht mehr richtig mitmachen kann, ja, dass er irgendwo bei einem Schritt hängt, wartet kurz, ich starte die Optimierung kurz und dann besprechen wir die Fragen. Dann wäre es wichtig, dass ihr zuschaut und das verinnerlicht, was ich jetzt gerade hier am Screen mache. Weil das ist ja praktisch das worauf es dann ankommt. Gut, wir machen jetzt noch Folgendes. Wir wollen praktisch während der Optimierung sehen, was er tut. Und damit, um das zu machen, werden wir eine Kontrollkarte aktivieren. Das funktioniert über Analyzes Control Cards. Und da gibt es ein Feld namens Screen. So, zweimal nach Next klicken und dann gibt es das Screen. Und hier können wir sagen, wo praktisch dargestellt werden soll, was er tut während der Optimierung. In dem Fall würden wir es einfach sagen in der Out-File. Und klicken wieder auf Return. Nochmal auf Return. Und jetzt können wir die Optimierung starten. Okay, wir klicken wieder auf Optistruct. Und wieder auf Optistruct und überschreiben die vorherige Datei. Und jetzt beginnt die Optimierung. Wir sehen jetzt schon, dass er viel mehr an Daten rausbringt als das letzte Mal. Wir sehen, dass er bei jeder Iteration nochmal rausschreibt, was er gerade macht. Wir sehen hier mehrere Sachen, wie sich zum Beispiel unsere Zielgröße verändert in jedem Loop. Da sehen wir eine prozentige Veränderung. Wir sehen auch, ob ein Constraint verletzt wird. Und diese Sachen werden wir uns gleich anschauen. Wenn die Optimierung, schaut bitte noch kurz zu, wenn die Optimierung fertig ist, könnt ihr mit einem Click auf Results praktisch euch das anschauen. Und wie es funktioniert, jetzt kommt diese ISO-Surface ins Spiel. Die ISO-Surface wird praktisch filtern, welche Elemente angezeigt werden und welche nicht. Und das anhand der künstlichen Dichte, die bei der Topologieoptimierung mit eingeführt wird. So, normal, es sieht eigentlich beim Ergebnis so normal aus wie beim letzten Mal auch. Also nicht groß anders. Aber wir sehen jetzt hier links oben gibt es Design und eine gewisse Iteration. Wir sehen jetzt hier, wenn man runterscrollt, dass wir 28 Iterationen haben. Und bei der 28. Iteration wollen wir natürlich das letzte Design, wollen wir mal schauen, wie das Ganze aussieht. Wir können jetzt hier beim Contourplot die Elementdichten, also die künstliche Dichte, uns mal anzeigen lassen. Dann sehen wir schon, was für eine grobe Form das hier annimmt. Man kann es noch averagen, dann sieht das schon recht gut aus. Wenn man das jetzt aber sehen will, ja, nicht nur farbig gestaltet, sondern wirklich sehen will, da ist die ISO wichtig. Und die ISO findet sich eins rechts neben dem Contourplot. Und wenn man hier auf Apply drückt, kann man mit diesem Schieberegler hier so mehr oder weniger den Schwellwert einstellen, was man noch angezeigt haben möchte und was nicht mehr. Gut, wie wir das dann wieder zurück ins CAD bekommen, werden wir gleich besprechen. Für jetzt werde ich jetzt noch die Fragen beantworten.